Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars. Die Skywalker sage, mit was bin ich denn hier durch die Gegend am Fliegen? Warum tut mir das Spiel mal irgendwie so random irgendwelche Sachen geben? Ich habe gestartet mit dieser rhodianischen Tänzerin und irgend so ein sah aus wie so eine Art weiß ich nicht, so eine Art Tusken Raider. Ja, genau. Tito. Keine Ahnung, aber ich habe zu K2 nicht letztes Mal K1 genannt. K2 5.0. In der letzten Folge haben wir ein bisschen, weil nicht so in auf 8 Tor umgeschaut, ne? Und ich würde sagen, wir schauen jetzt hier mal ein letztes Mal für diese Folge hier auf in der freien Galaxis hier um, ne? Mehr finde ich irgendwie nicht auch. Ich bin übrigens gerade hier diese Quest am machen, mit die wir auf 8 Tor bekommen haben, wo wir irgendwie eine Schubkarren oder so finden sollen. Muss erst mal kommen zum Porträt und bleib um die Welt schon abzuschauen. Ich denke mal, wenn da hier irgendwie nur so Fragezeichen sind, dann sind da irgendwie so Gerüchte, die ich noch nicht habe. Vielleicht soll ich darauf irgendwie Ausschau halten, ne? Irgendwie, als ich mich so im Menü so umgeschaut habe, habe ich irgendwie so gesehen, da waren nämlich Gerüchte für einige Steine. Die muss ich irgendwie auch noch finden. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, keine Ahnung. Gehen wir mal hier hin. Obsidian, das bauen sie auf Mustafa ab, oder? Aber wenn ihr dorthin fliegt, seid soll er. Ich habe gehört, ja, wie heißt die Rasse nochmal? Devoyana oder so? Devoyana, irgendwie so. Irgendwie sowas. Soll halt irgendwie so einer sein. Ich finde gar keine Gespräche mehr. Nehme ich dann an, dass ich irgendwie alle gefunden habe. So. Ach, Mustafa, soll ich. Boah. Ich bin schon wieder irgendwo anders hin direkt. So. Lass mal da eingehen. Irgendwie fehlen mir dann noch ein paar Sachen. Lass mich da kurz mal einen Abstecher machen, ne? In der Luft. Da fehlen irgendwie noch ein paar Sachen. Vielleicht muss ich hier Raumschlachten machen, ne? Um mir so ein Großkampfschiff freizuschalten, ich weiß es nicht. Lass mal gucken. Überall, wo noch so ein Ding ist, ist sehr verdächtig. Kann ich überhaupt schießen mit dem Ding? Ja, weil das hat überhaupt, was ich hier gerade. Habe ich irgendwie halt Weltraum über. Wir haben schon lange nicht mehr diese. So, ich mache jetzt mal ein paar Leute hier platt, ne? Ich weiß nicht, ob das wieder irgendwas bringt. Aber ist dann so zielsuchend. Ist das Schiff irgendwie gut? Ich glaube nämlich ja. Irgendwie zielsuchend, die Dinger. Boah. Ja, kann ja nicht schauen, wenn wir hier ein bisschen weiter ballern, ne? Ja, ich habe gerade noch Final Fantasy 7 aufgenommen und wollte eigentlich ein paar Parts davon aufnehmen, aber ich habe mich irgendwie auf mehrere Stunden heute irgendwie so vorbereitet, aber so nach einer halben Stunde war ich dann eigentlich schon fertig mit dem Ding, das ich da gemacht habe. Also war ein bisschen kürzer als erwartet, deswegen habe ich mir gedacht, so ja komm, dann nimmst du noch ein bisschen Star Wars auf, ne? Ja, doch ein bisschen relativ schnell als gedacht hätte. So, wer weiß, vielleicht schneide ich das ja raus, wenn ich hier Raumkämpfe mache und ich bekomme nichts dafür, ne? Mal schauen, ich mache da vielleicht so, damit das ein bisschen schneller geht. Ich habe das Gefühl, er tut ein bisschen Zeit verschwenden, jetzt hier den Raumkampf zu machen. So, ich gehe jetzt wieder im nächsten Ding, ne? Weil mir fehlt ja noch hier
ein Charakter und ein Raumschiff, ne? Ich nehme mal ein Raumschiff, dazu zählen auch Großkampfschiffe, ne? Ich weiß nicht, ob die immer wieder respawnen, ne? Da wäre ein bisschen doof. Aber gucken wir mal. Das ist krass, Mann. Aua! Du Idiot, was machst du da? Voll mich hereingeflogen, ey. Pass doch mal auf, Mann. Ich hatte Vorfahrt. Mein Gott, komm her. Boah, kommst du her. So, deutlich über dir. So, jetzt nur ein Ding hier. Wenn ich das nicht erledige, wenn ich das erledige und ich nichts bekomme, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, er hängt irgendwie damit zusammen. Ich weiß es nämlich nicht genau. Ja. Da überhaupt, boah. Warum sind da Geonosianer drin? Wütende Laute. Ja, ich glaube, da werde ich hier rausschneiden. Weil wenn ich jetzt hier wieder 5 Minuten bin und es bringt nichts, dann ja. Weil ich will ja auch irgendwann mit dem Projekt fertig werden, ne? Ein bisschen, ah. Okay, ne, da bleibt drin. Wenn ich weiß, dass man hat danach was freigeschaltet, dann machen wir natürlich, ne? Cool. Und das, wo bist du? Wenn er mir jetzt hier nichts gemacht hätte, dann hätte ich da draus geschnitten. Aber hallo. Und ja, Kampfschiff der. Also ist halt immer so ein Zeichen dann, dass ich mal freischalten kann. Okay, anscheinend aber irgendwie bestätigt zu haben, ne, dass ich halt die kleinen Schiffe erstmal kaputt machen muss, ne, und dann werden die Dinger freigeschaltet, die dicken Dinger, ne. Und in den Schiffen gibt es ja auch immer noch so Sachen hier zu erkunden, ne? Von daher kann man das machen, ne? Ich denke mal, dann kriege ich auch noch den letzten Charakter drin noch, ne? Vielleicht mal schauen. So, hier finde ich aber die ganzen Dinger, Gott sei Dank, ey. Hier bei der unsichtbaren Hand letztens habe ich gar nicht die Dinger gefunden, die ich alle abschießen musste. Ja, ich war absichtlich sogar auch euer Schiff zu vernichten. Wir sind voll auf der gleichen Wellenlänge, Kollege. Ja, okay, das ist ein bisschen chilliger hier als das letzte Schiff, das wir kaputt zerstört haben. Und weg bist du. Boah. Bereit zum Entern. Ja, ich habe die Verhandlungen ein bisschen verkürzt, ne? So, jetzt Rainer. Begib dich in das Schiff. Will ich, geht nicht. Kann übernommen werden, ja bitte. Kampfschiff der Handelsföderation. Boom. Wir wissen ja, wie es abläuft. Ich muss mich erstmal wieder durchkämpfen, ne? Das ist so cool. Fleischsäcke. Habt ihr auch kopiert.
So, und ich gehe mit dem, ich sage euch mal, wie das hier geht mit dem Druiden, mit dem Druiden sein und so, ne? Oh nein, ich wurde gefunden. Ich hoffe, ihr verfolgt mich nicht. Glücklicherweise ist die Richtung, in die ich fliehe, unvorhersehbar. Ich gehe sowas von hinter dem her. Weg aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ihr Narren, mein Genie und meine Schleue sind beispiellos. Schleue? Werdet ihr in meiner unschlagbaren Falle leiden? Was ist da für ein Fortnite Dance? Wie komme ich hier raus? Batterie. Ah. Ich bin froh, dass ich das so programmiert habe, dass zwei Leute nötig sind. Schlau von mir. Achtung, feindlich. Für einen anderen Druiden. Ich soll du weißt, weshalb ich hier bin. Also so. So, was mache ich damit? Stirb. Zu zweit, Kollege. Haben schon Schwerkraft. Aus dem Weg. Warte du. Also war er da. Er hat gebreakdanced. Das kann nicht legal sein. Ich werde das meinem Vorgesetzten melden. Warte. Wenn ich auf maximal Überschalltempo schalte, gehen wir aus dem Weg hier. Ihr veralteten Modelle, Alter. Ausgezeichnet. Das ist jetzt unser Schiff. Her damit. 3 Millionen, kein Ding. Ist nur Taschengeld für mich. Ah, okay. Jetzt gibt es ja Zeug zu tun. Boah. Diese Dinger werden ja auch hier angezeigt, ne? Nebenaufträge, Herausforderungen, wenn ich nur wüsste, wo, ne? Ja, genau. Großkampfschiff der Handelsföderation. Genau, da muss ich halt immer noch hier nachgucken. Ja, in Torstern 1 und 2 muss ich dann noch rein, ne? Nehme ich an. Aber jetzt wird es erstmal Zeit, hier noch Steinchen zu sammeln. Boah. Du. What? Oh, du hast mich gefunden. Schön, dich zu sehen. Ich sehe mich hier nur ein wenig um. Mit Verhandlungen über Steuern und Handelsrouten habe ich nicht am Mut. Das ist nur für Spießer. Und zum Glück habe ich gerade hier, bin ich gerade hier voll so drauf, hier Sprechblasen alle abzusuchen. Das heißt, ich muss auf den Torstern auch noch so nachgucken und so. Boah. Okay, gut zu wissen. Da gibt es ja noch eine Menge, was ich hier absuchen muss, ne? Nehme ich an. So, warte mal hier. Ich weiß, wo das ist. Also ich habe es jedenfalls gesehen gerade. Da.
Nicht da. Ja. Was? Au, mach ich das auf? Ja. Ich glaube ja. Wow. Moins für die Föderation. Zeug, fliegen mit einer Klappe, ne? Geh du mal. Gibt's einen anderen Androiden, den ich haben will, lieber? Ich glaub, bestimmt einen anderen Androiden. Ich meine, Superkampfdruiden sind cool, aber hm. Da gibt es denn noch hier. Ich nehme an, das ist total Schurken oder so, ne? Ich habe diesen einen Druiden, diesen Kopfgeldjäger-Druiden. Ja, da könnte auch der Kopfgeldjäger sein, das ist auch, ne? Hey! Das war nur in der ersten Folge hier. Etwas sagt mir, dass ich das kann. Ja, doch, das war die allererste Folge. Ja, das Cantina-Thema hat sich abgespielt. Unser geschätzter Captain, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber von euch lasse ich mich niemals kaufen. Eure Anwesenheit auf meinem Schiff. Eine Blockade in meinem Herzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das. Okay. Warte mal, fehlt mir ein Charakter? Ne. Fehlt im Weltraum noch ein Charakter, ne? Also nicht mal eine Quest kommt irgendwie so, ne? Ich habe so für diese Großkampfschiffe, sag ich so zum Schluss machen, weil ich ja nie weiß, ob das irgendwie mit einer Quest zusammenhängt oder so, ne? Ja, guck mal. Callback. Callback. Lass mich noch das Ding hier reinpacken. So. Ist das das Ding da? War nicht hier? Also. Nicht liegen lassen? Ne, da zeigt mir immer auf der Karte an, wo das Ding ist. Alles klar. Ne, da habe ich das rausgeholt. Bin ich mir ziemlich sicher, ich habe das da rausgeholt. Hier war das irgendwo, genau. Einstecken, damit ich dich einstecken kann. Mal abschalten. Ist das hier? Okay, Schießübung. Klar, warum nicht? Sieht jetzt nicht so schwierig aus. Da ist noch einer. Yay. Nö. Ich könnte mit Cat Bane reingehen und einfach so ich die Gegend ballern. Mach mal deine Knarre weg, ey. Mir immer so in der Knarre zuerst irgendwie rennt, ey, so. Ja, perfekt. Was? Also Bösewicht. Meine Güte. Ich kann mir nicht mal die Macht helfen. Na, warte mal, kann ich hier das Ding überhaupt sehen? Ich stand mal einmal vor so ein Ding und Grievous war einfach zu breit und ich konnte nicht sehen. Und da war. Warte mal hier. Ich kann auf mich aufpassen. Nein. So etwas kenne ich nur zu gut von Jakub. Zack.
Dann haben wir noch zwei ausgezeichnet. Schon wieder originale Trilogie im Hauptmenü. Stimmt doch gar nicht. Ja, warte mal, ja. Klappt hat. Klappt hat. Ich glaube nicht. Was im Press doch immer. Okay. Aber das Spiel wollte ich da hier mit der Macht das Ding dahin bewege, aber nein. Das ist mehr als ein paar Rationen wert. Ich doch nicht. So, ein Ding noch, wo ist der letzte? Da. Cool. Da muss ich glaube ich auch hinspringen, ne? Oh Gott. Komm her, Stück. Ja, geschehen. Ich gebe diese Durchsagen. Jetzt als hätte ich irgendwie, wie gesagt, oder programmiere ich nehme als Droide. Oh Mann. Sag mir, ich halt erstmal aufmachen muss. Ey. Zack. So, noch einer irgendwo. Will ich ja nicht erreichen können dann. So. Na komm. Mir ist ein bisschen schade, den ich irgendwie Raketen irgendwie schießen können. Mit Kreis. So, und nun. Oh, ich bin dabei. Wie lautet der Plan? Keine Überlebenden. Verstanden. Und zack. Ich bekomme, was mir zusteht. Und dann sind wir ja fertig. Dann kommen wir ja wieder raus. So, dann müssen wir nach Mustafa. Wo ist mein Schiffchen? Das ist mein Schiff. Irgendwie nicht da. Okay, das hat irgendwie nicht da gezählt, das Schiff. Dann weiß ich nicht. Dann muss ich diese Dinger wahrscheinlich mal offscreen irgendwie suchen, ne? Diese Großkampfschiffe, ne? Aber ich weiß ja nicht, ob ich irgendwie, wenn ich alle Gegner erledige, ob dann so ein Großkampfschiff irgendwie erscheint oder nicht, ne? Also, weil ich kann das nicht wirklich bestimmen, ne? Deswegen soll ich da vielleicht mal irgendwie, weil nicht offscreen versuchen, ne? Und ich jetzt mal reinschalten, wenn ich einen gefunden habe oder so. Und dann, ne. Mal schauen. Aber wir haben noch den Todesstern und den zweiten Todesstern, den können wir auch noch mal abchecken, ne? Die beiden Orte. Okay, ich brauche nur 10, okay. Was wahrscheinlich eine Menge ist. Da drin? Ich weiß es nicht. Wo denn? Wo willst du solch hin? Das Teil hier. Zu dir? Nö. Oh, kommt hier her. Was zum
Was war das für eine Kameraperspektive gerade? Ich war auf einmal voll weit weg. Mein Gott. Aber top. So diese Kameraperspektive. So. Oh, schon die Hälfte. Geht da relativ zügig. Okay. Ich bin da vorbeigelaufen irgendwo. Reg dich ab. So, hatte ich das schon erledigt? Oder? Weiß nicht. Nehmen wir noch irgendwo einen Stein. Passwort eingegeben. Warum steht denn dann da neu? Also habe ich das schon, nehme ich an, ne? Hier sind noch drei Quests, also die kann ich noch nicht freischalten, aber hier sind noch drei Quests, so wie ich das gelesen habe. Also kann sein, dass der letzte Stein irgendwie durch so eine Quest irgendwie findbar ist, ne? Ich sehe schon. Perfekt, alles mit einem Schuss weg. So. Und das letzte Ding ist da irgendwo. Da kann ja nur gut ausgehen. Da oben. Okay. Perfekt. Perfekt. Yeah. Und zurück bitte, danke. Cool. Das ging ja relativ schnell, ne? Gut, aber würde ich sagen, wir gehen noch die beiden Großkampfschiffe. Ich habe noch diese eine Quest von hier, von dieser einen Kollegin mit dem krassen Blick hier von The Car. Aus Episode 7, ja, Mats, glaube ich, hieß die. Diesem Rätsel, aber ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Also lassen wir erstmal. Hast du Obsidian? Dann gib her. Ja, dann damit kann ich die ultimative Schubkarre machen. Eine robuste, glänzende Karre von den Felsbrocken abprallen wie Gummibälle. Haha. Ich bin dir zum Dank verpflichtet. Dank dir müssen wir jetzt keine Angst mehr vor rücksichtslosen Jedi-Azubis haben. Neue Aufträge freigeschaltet. Jetzt habe ich da natürlich ein Auftrag freischalten, ist klar. Oh, okay. Nein. Oh. Wo ist der Protagonist oder wie auch immer? Protagonist. Boah. Hab ich den jetzt freigeschaltet oder? Alter, wo ist denn der jetzt? Habe ich den freigeschaltet oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist freigeschaltet. Nee, ist er nicht. Sieht doch gerade ist. Ja, ich wollte schon sagen, sind diese Kollegen. Ich habe gerade gesehen, eine Quest, es hat sich aufgetan auf Mustafa. Er trifft sich gut, weil da habe ich noch nichts. Ich weiß nicht, ob ich hier nachgeguckt habe. Ups. Ja, dann gehen wir noch mal nach Mustafa, ne? Wenn sich da jetzt Quests aufgetan haben, ne? Warum nicht, ne? Nur besser als hier die Großkampfstation, die kann ich ja immer noch machen, ne? Aber ich werde definitiv in der nächsten Folge hier Episode 7 starten, weil jetzt wird es schon wieder so ein bisschen schwierig so zu finden, ne, was wir machen können. Deswegen, ja. Wollte jetzt nicht sehr weiter so machen, ne?
Dann gehen wir zu Mustafa Ali. Das ist ein Profi-Wrestler. Da war einer, glaube ich. Oh, Schiffchen. Und aus dem Weg. Irgendwie finde ich nicht, dass er irgendwie schneller ist. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber. So, ich bin da vorbeigelaufen. Nein. Oh, es ist so heiß hier drin. Ich spüre meine. Ist auch von der 501. Ich schwitze so stark, dass mein Kopf beschlagen ist und ich kaum sehen kann. Halt mal Gefecht zusammen. Wir sind Vaders Faust. Wir sind etwas Anstand und Ehre zeigen. Sieht immer so aus, als würde irgendwie weit über mir. Ich sehe mal so aus, als würde irgendwie irgend so ein TIE Fighter irgendwie so hier so reindüsen, so in die Lava. So, über mir ist das. Wo über mir? Über mir, wie komme ich denn über mir? Wie komme ich denn deutlich über mir? Wie komme ich denn schon wieder leiden? Das ist hier so komisch hier auf Mustafa. Diese Navigation und so. Boah. Wo kann ich hier irgendwo so ein Ding sein, wo ich mich hochziehen kann? Keine Ahnung, wie ich hier mal hochgehen soll. Jetzt bin ich jetzt schon wieder am anderen Ende. Guck mal, wie weit ich jetzt schon wieder weg bin. Da kann unmöglich da sein. Wenn ich irgendwo so eine Treppe oder so hinstellen, damit ich von da aus irgendwie dahin kann. Das ist so komisch hier. Also da komme ich nicht hoch. Boah. Ich will einfach nur dahin, Mann. Keine Ahnung. Ha. Okay, wie komme ich da hoch, Leute? Ich weiß es nicht, Mann. Wir waren von Anfang an irgendwo. Wir sind so obere Ebene. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das ist so schwierig, Mann. Von hier aus? Es gibt aber irgendwie nur einen Weg hier, der nach oben führt, ne? Nur hier, ne? Da, hör auf damit! Boah! Jetzt, der hat schon wieder gemacht. Auf die Kamera so zu wechseln, war vorher doch nicht so. Meine Güte. So. Das ist eigentlich der einzige Weg, hier hochzukommen, ne? Was ist das hier? Ist das ein Aufzug? Ne. Also echt blöd gemacht. Hier kommst du ja gar nicht hier hoch. Also wenn du von Anfang an dahin gehst. Waren das zwei Helden? Ja, ich habe gerade welches. Ups, ich habe gerade welches hier weggenommen. Tut mir leid. Plötzlich tut mir mein Tonfall von gerade eben leid. Obsidian kann aus Felswänden auf ganz Mustafa abgebaut werden. Aber wie passiert da im Hintergrund? Den größten Teil davon entnommen, sodass die Ernte möglicherweise gering ausfällt. Viel Glück.
Ist irgendwie geglitscht oder so, oder steht hinter denen jemand? Die Qual mit der Quote. Ja, ist sogar jeder jemand am Angel. So, also muss ich eigentlich genau gleich mal wie vorhin wieder Obsidian sammeln. Lass mich raten. Hier, hier. Kollege ist direkt hier vorne. You've got to be kidding me. I won. Na, wer weiß, wo das ist. Ich wäre sehr überrascht. Mit dem Bein wackelt. So, ich habe keine Lust, ja schon wieder runter zu fallen. Wenn ich gleich ja wieder hoch muss. So, das ist jetzt nicht da, wo ich letztens auch gerade war, ne? Sind ich die Leichen stellen, wo ich gerade ob sie gesammelt hat, man. Ich sehe, nee, das ist von der Tür, ne? Das rote Zeichen da. So, wenn ich dich jetzt abschieße, ne? Aber da kann man rüber. Aber hier kann man auch so rüber, alles klar, gut zu wissen. Meine Güte. Oh, diese Kamera muss echt aufhören, ey. Die Kamera so sich so dreht, so mitten aus nichts. Ist ganz schön gefährlich. Ja. Ja, merken, man kann hier hochklettern. Diesen Satz kann man ein bisschen so aus der Kontext nehmen, okay? Ich sag's ja nochmal. Okay. Das sieht nach einer sehr schnellen Mission aus und wir kriegen hier so ein Vulture-Druid, hieß er Druide, ja, diese. Die hießen irgendwie anders damals, glaube ich, ne? Der Druid, die sich halt in dieser. Diese Raumschiffe halt sind da eigentlich Druiden, das sind Druiden, ne? Ja, die sich halt in Raumschiffe verwandeln können, ne? Die können sich auch irgendwie so umwandeln. Ja, der erste Boss in Jedi Power Battles, da war ja auch so ein Druide, wenn ich mich irre. Da muss ja man beim Schiff der Handelsföderation flüchten und am Ende der Level kam da so ein Druide, der man mehr kämpfen musste. Schon interessant, wie die aus dem Boss gemacht haben oder allgemein aus allen, ne? Spiel damals war noch ein bisschen anders, ne? Na ja, ich erinnere mich als Obi-Wan und Qui-Gon oder Meister Windu und oder Adia Gaia oder Plo Koon, ne? Also die ganzen Charaktere, die man da spielen konnte. Im Spiel, ich kann mich noch deutlich erinnern, wie die alle gegen so einen Druiden gekämpft haben oder gegen dieses riesige Raupenmonster auf Naboo, wo die sich durch den Sumpf hier prügeln mussten. Natürlich die Level auf Coruscant, ne? Warum haben die aus Coruscant eigentlich immer so viele Level gemacht, so riesige Level? Haben die in Episode 1 das Spiel auch gemacht? Der ganze Level aus Coruscant gemacht, ey. Ich konnte mich irgendwie grau erinnern, irgendwie, dass Coruscant überhaupt im Film vorkam. Ne? Da hattest du nur ein paar Szenen, ne? Da ist ja nichts passiert eigentlich, ne? Hier Qui-Gon und Obi-Wan, die sind einfach da hingegangen, ne? Die haben Anakin von dem Rad gestellt und gezeigt, so, hör mal, hier ist der Auserwählte, ne? Nee. Sein Kumpel, weit. Okay. Auf Mustafa scheinen jetzt hier die ganzen Quests hier aktiviert zu sein. Das machen wir auch direkt weiter, ne?
So, wir werden auch trotzdem Episode 7 hier. Episode 8 habe ich vorhin Episode 7 gesagt. Episode 8. Können wir weitermachen. Ne? Wir sind ja schon bei 8. Was ist hier los? Klack da. Was ist denn? Ich habe dir bereits gesagt, dass ich keine krummen Dinger drehe. Sehe ich aus, als würde ich heimlich Obsidian an die Republik liefern? Aber was war, werde ich gerade gesagt, ich suche einen Schurken. Nur so zum Spaß. Wärt ihr in der Lage, Nachschub zu einem Kontakt in der Nähe von Coruscant zu schmuggeln? Rein hypothetisch. Ich frage für einen Freund. Ja, ich kenne da jemanden, der machen kann. Oh, da muss ich gleich schon wieder Weltraumkämpfe machen, ne? Mit drei Wellen von Gegner. Ich sehe da jetzt schon kommen. Sei ein Kumpel. Die Quest heißt in Englisch bestimmt Be a Bro, ne? Ah. Ist das wie so ein Mittelteil von so einem TIE Fighter? So, boah, ne, ich sehe da jetzt schon kommen, ne? Okay. Oh, jetzt sind wir die langweiligsten Quests. Die sind immer so langsam und langweilig. Ein Schiff, das Ladung vom Mustafa transportiert, kann nur eines bedeuten. Obsidian, das nehme ich mir. Da weißt du doch nicht, Mann. Auf dieser Ladebildschirm hier. Ausrufezeichen Ladebildschirm, die dauert auch mal so. Ich kann euch alle kaputt schießen. So. So, und jetzt macht euch gefasst auf genau das gleiche, nur mit halt mehr Gegnern. Voll im Metroiden rein. Der Asteroiden. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Asteroiden und Meteoroiden? Gute Frage, ne? Google. Also ich habe hier genug Zeit, gerade alles nachzugucken. Ich war einfach am Googlen, Leute, geht weg. So, mein Gott, mit der Ladung. Ja, so langweilig eigentlich, ne? Ich stehe eigentlich hier nur so rum, ich tue gar nicht beschleunigen, ich tue einfach nur stehen und mich so drehen, bis ich irgendwas vorm Visier habe und knallert ab, ne? Hätte ich nicht irgendwie die Slave One spielen oder irgendwie so eine seismische Bombe platzieren und die Gegner einfach alle wegpusten mit einem Schlag? Hat die gesagt. Wenn ich gesagt habe, beweg dich nicht so, dann tut mir leid, aber ich tue mich schon so gut wie gar nicht bewegen. Ich I can hold it. Asteroid, Meteorit. Meteoroide sind Bruchstücke kosmischer Körper, die beim Eintritt in der Erdatmosphäre abgebremst werden und auf die Erdoberfläche fallen. Asteroiden sind große kosmische Körper, die beim Einschlag Impact auf der Erde Krater hinterlassen. Okay, also Asteroiden sind als Asteroid oder Meteorit als erster. Lass mal gucken. Meteoroide sind Bruchstücke von kosmischen Körper. Also Meteoroiden sind sozusagen Überbleibsel von irgendwas, ne? Vom Planeten oder Monden, die aneinander gepostet sind, ne? Also Überbleibsel. Also ist der Unterschied eigentlich jetzt nur irgendwie, wie viel Schaden die auf die Erde machen? So
So wie ich das jetzt gerade verstanden habe. Wenn es einen riesigen Krater hinterlässt, dann ist es ein Asteroid. Wenn es einfach nur gelandet ist und irgendwie in die Atmosphäre gelandet ist, dann ist es ein Meteorit. Okay. Also ein Asteroid ist dann sozusagen stärker, ne? Warum heißen dann so viele Angriffe immer Meteoriden, ne? Son Goku hat ja so einen Angriff hier, Meteor Combo, ne? Das ist irgendwie so ein Angriff, den er mal in Dragon Ball eingesetzt hat. Warum nicht Asteroiden Combo? Asteroid ist doch stärker, ne? Bei Tales of Serie geht's auch immer Meteoriden Hagel oder irgendwie sowas. Warum nicht Asteroiden Hagel? Die sind doch stärker, ne? So, ich muss immer noch mal abschießen. So, euch. Die euch abschießen. Was ist das denn für eine Schlacht hier? War. Ja, woher soll ich denn jetzt wissen, was hier was ist? Da. Das war gerade schon. Was? Hallo? Hat doch gerade schon 3 Wellen erledigt, Mann. Müssen wir sagen, ich muss noch mehr abschießen. Ich soll abschießen. Nee. Ja, muss ich denn jetzt hier abschießen? Das ist ja lustig. Wie komme ich denn immer raus? Ich glaube nicht, dass das richtig ist, was ich hier mache. Da der Typ nicht abknallen muss, ich weiß es nicht. Ich mache es einfach mal, ne? Was? Schlachtschiff der Separatisten. Okay. Ist das einfach nur zufällig, wenn er hier auftaucht? Wo denn? Wo ist das Ding? Ich werde haben. Downshift, das ich noch bekommen kann. Venator. Schlachtschiff. Die unsichtbare Hand. Irgendwie nicht. Egal. Vielleicht gehört das zur Mission, ich weiß es nicht. Schlachtschiff der Separatisten. Ich glaube, ich mache ja nicht irgendwas, was ich schon wiederholt habe. Ist ja nicht das gleiche Schiff? Ist ja nicht die unsichtbare Hand? Dann bin ich mir rein. Oh mein Gott. Und er hat noch nicht mal was gebracht, ne? Oha. Okay. Ja, ich werde wahrscheinlich hier einiges rausgeschnitten haben, weil meine Güte, ich bin hier echt. Also 10 Minuten lang bin ich hier durch die Gegend geflogen, um das blöde Ding ja zu. Um irgendwie zu sehen, was ich als letztes abschießen musste. Boah. Aber so hart von nervig gerade. Ich wusste, das ist ein Schiff, das ich auch schon hatte, ey. So, Alter, jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich abschießen soll und was nicht. Das Spiel ist gerade ein bisschen unübersichtlich. Okay, oh, mein Gott. So, ich weiß nicht, wer da hier gerade was am Abschießen ist, aber irgendjemand macht diese Mission gerade für mich, glaube ich. Ich weiß nicht, wo ich hier hin soll. Vor mir, da vorne. Ich glaube, irgendjemand macht gerade für mich die Mission. Ich war die ganze Zeit ja in dem Scharmützel drin. Ich sehe die ganze Zeit, wie die Zahl nach oben geht. So. Gehen wir jetzt nicht auf den Nerven, Kollege.
Ich habe gerade keine. Ich habe gerade gar keinen Nerv für sowas. Ey. Boah, ich bin da gerade jetzt 10 Minuten durch dieses blöde Ding durchgeflogen, ne? Könnt mich mal gerade, ey. Meine Güte. Ich mache jetzt nicht noch so einen Raumkampf hier. So, hier ist der letzte Schiff, da verkriegen. Ne? Wie kommt es dann nicht immer? Trotzdem so weit. Okay. Das Schwarz passt nicht wirklich in unsere übliche Farbpalette, aber was sein muss, muss sein. Stimmt's? Der Typ aus Mustafa nimmt normalerweise keine Bezahlung entgegen. Aber du scheinst dir Mühe gegeben zu haben, es herzubringen. Also, hier. Und richte unseren Dank aus. Okay. Neue Aufträge. Schon wieder ein neuer Auftrag auf Mustafa. Gut, immer mal nach. Ich werde eine Menge rausschneiden. Also nicht eine Menge, aber. Seine Raumschlacht war so was von Nervtöten gerade. War genau wie mit der unsichtbaren Hand letztens. Ich glaube, da war sogar exakt gleiche Schiff. Und ich bin da durch die Gegend geflogen wie ein Blöder. Und habe die ganze Zeit versucht herauszufinden, was ich noch als letztes abknallen muss. Ne? Da war irgendwie so eingeschützt, dass ich irgendwie gesehen habe. Und die Druiden, ne, die tue mich auch die ganze Zeit Trash talken, so ja, dich mache ich platt, hoho, während ich die ganze Zeit versuche, hier das blöde Ding zu finden. Und boah, ja, da wird auf jeden Fall rausgeschnitten, weil meine Güte ist keine Lust hier. Das kostet immer so viel Zeit, man. Ich will noch mal hier geschafft kriegen und so. So, was? Ja, ist irgendwas jetzt am Auftauchen. Okay. So, hier soll irgendwo ein neuer Auftrag sein, da. Dann holen wir uns den auch noch und machen den auch noch, ne? Hab gesagt, ich muss nicht schon wieder irgendwie, weil ich hier so eine Weltraumkampfmission machen, wo ich irgendwie 3 Bällen abknallen muss. Weil wir langsam ein bisschen langweilig. Habe ich diesen Rutschding nicht irgendwie länger gemacht? Ja. Bin ich ja richtig? Ja, ne? Schon die ganze Zeit mit Han Solo hier rumlaufen. Lass mich mal, weiß nicht. Wie will ich denn? Immer Lando. Alles, was über mich erzählt wird, ist einen coolen Anzug. Fert. Da bin ich richtig. Nein. Bin ich hier richtig? Da, du hast den letzten Stein. Oh nee, nicht schon wieder. Ich habe keine Lust, schon wieder so eine Quest zu machen. Boah, ich habe doch gerade. Die werden mich sowieso erwischen. Da muss ich wieder 3 Wellen machen. Boah. Oh Gott sei Dank, ey. Also, ja, aber danach geht es wahrscheinlich weiter, ne? Pass auf. Also, warte mal, kann ich mal irgendwie Schurken oder so hochleveln, wenn ich schon mal dabei bin? Schurke, Rutschangriff. Dein Fernangriff und Deckung und verletzte Feinde, die sich dahinter verstecken. Also, warte, nehmen wir das. Nicht genau, was das bedeutet. Oh. Sieht sein Blaster immer so aus, oder? Oh. Stimmt, ich habe das Schiff noch nicht freigeschaltet, ne? Wohltür-Droide der Separatisten. Hatte ich den nicht schon? Der Handelsföderation. Ja, ich dachte mal, wäre gleiche.
Separatisten, Handelsföderation. Ja, die Handelsföderation, dann sind die aus Episode 1. Ne, die Separatisten, dann sind die aus Episode 2 und 3. Da habe ich noch nie irgendwie drüber nachgedacht, aber stimmt. So, was ich immer machen wollte, ist nein, deaktivieren. Ne, sein Ding sieht immer so aus. Okay. Ich dachte aber irgendwie. Okay, los geht's. Sorry für die Verzögerung. Haben wir schon gleich einer irgendwo. Roy, wie kommst du? Ah, warum ich den schon erledigt? Roy, wir haben halt nicht geglaubt. Ich dachte, wir wären Freunde. Nein, wieder. Direkt hinter dir. Und direkt hinter dir. Ab, sorry. Weiter. Sorry, weiter. Meine Güte. Rutscht einmal aus Versehen gegen jemanden. Versucht ihn die Kniescheiben damit zu brechen und dann sind die beleidigt. Ja, komm, ich wusste es. Nein. Ich habe da schon wieder was unterbrochen. Was geht's? Mal wer, wenn wir die Landeplattform erreichen, muss ich dich immer noch weiter schmuggeln, ne? Wer wohl die Höhe, ey? Ich mach nicht noch mal so. Sagt irgendwas? Ja, außer das. Ja, ich mal getroffen. Was im Weg? Pass mich nicht an. Ah, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. So, wer? Ich muss noch mit dir fliegen oder irgendwie sowas. Nein. Oh, ich weiß auch wieder, wohin das führt, ey. Oh. Ah, leck mich am. Jetzt werde ich ja gleich wieder angegriffen, muss wieder hier. Tausendmal da. Boah. Ich hab doch gerade. Und da sind auch nur so zwei Quests direkt nacheinander. Auf so eine Weise. Das kann ich doch nicht machen. Das kann ich doch nicht machen, das ist illegal. Was gibt's denn so? Was gibt's denn hier so im Internet? Was ist da wieder los? Wie viele Leute ich euch schon abgeknallt habe, ey. Meine Güte, ey. Ich wollte mir gleich irgendwie einen Tapetenwechsel haben, wenn wir irgendwie Episode 8 anfangen. Die beste von allen Episoden. Hab ich irgendwo sind jetzt alle Star Wars Fans weltweit am Ausrasten, nachdem ich das gesagt habe.
Gucken wir mal. Okay. Weiter geht's. Frist ab, frist ab, frist ab, frist ab, frist ab. Oh. Habt ihr diese Ausweichrolle gesehen, ey? Perfekt. Ja, das haben sie. Vorher die ganze Zeit wir noch einen abknallen. Naja, ich knall dich ab, ey. Ich sag irgendwie, wie dunkel sich das anhören würde, wenn das nicht so eine bekloppte Droidenstimme wäre. Sag, ich knall dich ab. Als wenn die einfach um die Ecke kommen würden und sagen würden, ich knall dich ab. Ich schlitz dich auf. Ich schlitz dich auf. Ich werde deinen Herzpuls stoppen. Weil ihr wollt mich nicht abknallen, wollt nach Hause gehen und euer Leben überdenken, eure Programmierung nehme ich an. Boah, hörst du mal auf, das zu sagen? Ich knall dich ab. Boah, hört keiner mal auf, das zu sagen. Wir knallen und wir knallen und wir knallen. Ja. Ja, irgendwie viel zu gesprächig, die Kollegen. Da musste ich mir die ganze Zeit anhören, als hier und hier rausgeschnitten habe, hier mit der Handelsföderation oder Separatisten. Was auch immer es war, Kampfschiff hier. Muss ich mir die ganze Zeit anhören. So, ich knall dich ab. Boah, ich geb dir voll hart. Meine Güte. Oh. So, ab in den Hyperraum. Also im Moment kommt er in Episode 8, ne? Okay. Ich bin hier. So, bitte sag mir, ich muss nicht nochmal abballern. So, hier sind immer so viele Sachen, ey. Ja, nun. Und nun. Republik über Tatooine, wo? Hier sind gerade so viele Sachen, ne? Was soll ich hier ansprechen? Leute. Wenn die Mission hinter mir ist, warum platziert ihr mich denn mit dem Rücken da hinten? Boah. Und wieso ist mein Schiff immer am Abbremsen, wenn ich irgendwie genau vor dem bin, ne? Ja. Am sichersten ist es wohl, wenn wir unten auf dem Planeten weiterreden. Besuch uns in Mos Espa, okay? Ich will auch nicht für dich. Boah. Leute, warum ist diese Quest so lang? Mm-hmm.
Okay, so. Guck halt ja noch. Okay. So. Du. Meine Güte. Ich hoffe, es kommen nicht mehr so viele von diesen Quests, aber ich habe so gefühlt, nee. Auch voll nervtötend. Aber ich hoffe, dass dies einen Teil davon gut macht. Besucht mich ruhig mal. So, westlichen Gebiete. Ein echter Kumpel. So, dann muss ich dich auch noch kaufen, ne? Kacke dreist. So, meine Güte, ich habe keine Aufträge freigeschaltet, nehme ich an. Ne? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich glaube aber nicht. Ich habe die westlichen Gebiete abgeschlossen. Ich nehme an, Mustafa hat jetzt hier gezählt, ne? Die Quest. Oder war Tatooine? Ne, Mustafa, ne? Wieder einen Planeten abgehakt. Gut. Okay. Gut, so, und da ich jetzt nicht weiß, was hier noch alles manche machen kann, nehme ich an, in der nächsten Folge machen wir dann die erste Level von, oder vielleicht die zweite, keine Ahnung, je nachdem, ne? Was passiert nochmal am Anfang der, das ist eine Raumschlacht direkt, ne? Keine Ahnung, je nachdem, was als nächstes passiert, ne? Wir werden jedenfalls da sein, ne? In der 8. Episode. Cool, dann sage ich, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wie viel Prozent haben wir gerade? 71. Pff. Gut, dann heißt die Story geht nächstes Mal weiter. Ne? Wir machen uns auf in Episode 8, das habe ich gerade schon gesagt. Aber man hört es doch immer wieder gerne. Ne? Ja, gut. Ja, weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Lasst ein Like, ein Abo, Kommentar. Ciao, bis zur nächsten Folge.